Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Für mich auch eine fantastische Erfahrung war, es ging dieses ganze Jahr, wo wir da zusammengearbeitet haben, eigentlich völlig problemlos, ohne jeglichen Zoff, ohne irgendwelche Neiderei oder sonst irgendetwas. Es war einfach eine ganz wunderbare Erfahrung. Diese Ausstellung, die läuft ja bereits zum vierten Mal, beziehungsweise nicht diese Ausstellung, aber innerhalb dieser Reihe gibt es schon die vierte Ausstellung. Und diese drei Jahre, die diese Ausstellungen, die hießen In Between und dann Gebetene Gäste und dann Resonanzen, diese drei Ausstellungen konnte man dann nicht einfach unendlich weiterführen. Und dann kam irgendwie so die Idee auf, dass wir sagten, da muss jetzt irgendwie auf der einen Seite was Neues passieren, auf der anderen Seite auch ein Schlusspunkt. Und also für dieses Projekt Kunstaustausch haben sich tatsächlich 14 beworben. Und wir haben dann in der Jury zusammengesessen und haben überlegt, wie können wir das machen. Und es war eigentlich so, dass alle Projekte wirklich ganz tadellos und interessant und wunderbar waren, dass wir es schade gefunden hätten, wenn wir jetzt irgendjemand rausschmeißen. Sodass es also tatsächlich diese 28 Künstler jetzt sind, die da jetzt mitgemacht haben. Wobei eben diese 14 migrantischen Künstler sich beworben haben und selbst ihren deutschen Partner gesucht haben. Das war mir ganz wichtig. Manche Leute, die haben sich über ihre Arbeit kennengelernt. Also die haben plötzlich gefunden, dass die Arbeit von jemand anders sie sehr interessiert und dass sie deswegen die angesprochen haben, diese Person, und sagten, wollen wir nicht was zusammen machen? Ja? Erst dann hat sich überhaupt die Bekanntschaft entwickelt. Ja? Also es gab die unterschiedlichsten Formen der Begegnung. Es war schon eigentlich gedacht, dass man über dieses Projekt auch sowohl die Deutschen was über die fremde Kultur mitkriegen, als auch die Fremden was über die Art und Weise, wie die Deutschen das wieder rezipieren bzw. ihre eigene Kultur sehen. Also dass dieser Austausch sollte sich schon irgendwie abbilden in den Arbeiten. Und das hat sich also in großen, fast auch überall so dargestellt. Und viele Leute, die haben mir dann berichtet, dass sie da ernsthaft und ganz neue Gedanken auch entwickelt haben in der Begegnung mit dem anderen. Es ging auch nicht darum, dass die Leute jetzt ihre nationale Kultur irgendwie da ins Spiel bringen müssen, sondern einfach überhaupt die Frage, was passiert, wenn kulturelles Gut aus einem anderen regionalen Zusammenhang, aus einem anderen künstlerischen, kulturellen Zusammenhang sich mit dem verbindet, was hier momentan da ist. Und man kann natürlich auch sagen, dass die deutschen Künstler, die hier sind, auch nicht irgendwie jetzt die Deutschen oder die Bremer Künstler sind und alle gleich arbeiten, sondern die machen natürlich auch völlig unterschiedliche Dinge und haben selbst wieder ganz unterschiedliche kulturelle Erfahrungen
und auch Vorstellungen. Aber es geht ja nicht um diese Nationenfrage, sondern es geht eigentlich darum, überhaupt die Idee der Vielkulturigkeit und der Mehrkulturigkeit überhaupt erstmal sozusagen als Thema zuzulassen und nicht so zu tun, als wäre die Kunst etwas, was einem ominösen Kunstmarkt sich dem einverleiben lässt. Also die Idee war die, dass die ausländischen Künstler, also dass ein ausländischer Künstler sich einen deutschen Künstler, einen Bremer Künstler aussucht und mit dem zusammen ein gemeinschaftliches Projekt entwickelt. Dieses Projekt kann natürlich auch so aussehen, dass danach zwei Arbeiten rauskommen, aber es ist dann trotzdem ein Projekt, was unter einem gemeinsamen Blickwinkel geschaffen worden ist. Und das ist eigentlich überall der Fall gewesen. Und selbst Dinge, die möglicherweise schon vorher existiert haben. Also es gab zwei Gruppen, die haben Dinge in die Ausstellung reingebracht, die waren schon vorher zumindest angedacht, beziehungsweise sogar schon fertig. Und trotzdem war es so, dass sie diesen Impuls zum Anlass genommen haben, daran weiterzudenken und das sozusagen nochmal von einer ganz anderen Seite her aufzuschlüsseln für sich selbst. Ja. Und was natürlich auch bei dieser Gelegenheit vielleicht ganz wichtiger Effekt dieses Projektes war, dass viele Leute sich vorher gar nicht kannten. Also es war so, dass die ganze Gesamtgruppe, natürlich kannten sich Einzelne untereinander, aber die Gesamtgruppe kannte sich nicht. Und wir haben verschiedene Begegnungen gemacht, wo sich möglichst viele Leute dann auch zusammengefunden haben, irgendwelche Abendessen oder irgend sowas. Und es war wirklich erstaunlich, wie toll das war, dass sich diese Menschen auf einer ganz neuen Weise überhaupt erst begegnet sind. Und wenn man von dieser Idee des Austauschs und des Miteinanders und so weiter ausgeht, dann ist ja eigentlich so ein Punkt, wo jetzt wirklich die Kulturen sich gegenseitig beeinflussen, sich gegenseitig miteinander irgendwas gestalten. Ja? Und zwar miteinander was gestalten und nicht gegeneinander und auch nicht irgendwie im Sinne der Integration, dass einer sozusagen den anderen auffrisst, sondern dass man was Neues schafft aufgrund der Tatsache, dass sich zwei Menschen mit ihren jeweiligen kulturellen Anschauungen begegnen. Da braucht man eigentlich nichts noch was draufzusetzen. Das ist einfach dann erstmal so zu Ende. Und da kann natürlich irgendwas anderes daraus entstehen, aber dieses Projekt ist sozusagen mit dieser Geschichte zu Ende gegangen.